diese Dinge nicht angepasst. Noch nicht. Und deswegen haben wir Probleme. Und das sieht dann so aus. Diese rote Tüte da vorne, die erregt eine gewisse Assoziation oder weckt eine gewisse Assoziation, nämlich der Firma McDonald's. Aber es ist nicht die Firma McDonald's alleine, es sind alle Nahrungsmittelfirmen. Es ist Coca-Cola, es ist Lidl, es ist Aldi, alle. In Deutschland essen wir zu 70% weiterverarbeitete Nahrungsmittel. In Amerika sind es inzwischen 90%. Weiterverarbeitete Nahrungsmittel, keine ursprünglichen Nahrungsmittel mehr. Und ich habe eben gesagt, und das ist ganz, ganz wichtig, die Botschaft, wenn die Nahrungsmittel weiterverarbeitet sind, dann haben wir entsprechend ein Problem. Und wenn Sie diese weiterverarbeiteten, also nur noch gering mikronährstoffhaltigen Nahrungsmittel, dann noch in die Mikrowelle schieben, dann schreddern Sie die letzten Reste dieser Mikronährstoffe da drin auch noch. Da bleibt nichts von übrig. Man hat Katzenfutter in die Mikrowelle getan und die Katzen damit gefüttert, die haben nach ein paar Monaten ihr Fell verloren. Nur dadurch, dass das gute Futter, das Standardfutter, in der Mikrowelle nochmal heiß gemacht worden ist. In Amerika hat eine Kinderkrankenschwester sich erlaubt, die Babymilch, die abgepumpte Muttermilch, nicht in einem Wasserbad warm zu machen, sondern in die Mikrowelle zu stellen. Daraufhin fingen die Babys an, krank zu werden. Ganz klar, Mikrowelle zerstört die Strukturen, noch einmal restlos, die noch vorhanden sind. Als kleines Beispiel. Also auch hier ist es 5 nach 12. Wir wissen inzwischen, wie es im Detail funktioniert. Diese Zeichnung ist ungefähr 20 Jahre alt. Die hat ein englischer Professor damals gemacht und hat behauptet, die Gene reagieren mit Einflüssen aus der Umwelt. Und zwar gibt es gute und schlechte Einflüsse. Und wenn wir die schlechten Einflüsse hier zu viel haben, dann resultiert Krankheit, sind die guten überwiegen, dann ist Gesundheit da. Es ist also eine Frage des Einflusses im Laufe unseres Lebens, wie die Dinge sich entwickeln. Und unser Leben ist so auf den Kopf gestellt, dass wir heute Kinder mit 12 Jahren haben, die einen Altersdiabetes haben. Das heißt, dieser Organismus ist mit 12 Jahren schon so kaputt, dieser Körper, wie er sonst mit 60 oder 70 Jahren war. Wobei auch der Altersdiabetes überflüssig ist, auch können wir später schon. Das heißt also, hier passiert das, was in unserem Leben passiert. Und das hat entsprechend Einfluss. Natürlich auch hiermit. Und das, was er damals als Idee, als Vorstellung gehabt hat, er wusste nicht, wie das funktioniert, wissen wir heute, dass es funktioniert, nämlich mit der sogenannten Epigenetik. Ich habe heute Abend nicht die Zeit, Ihnen das im Detail zu erklären. Wenn Sie irgendwo mal auf einen Artikel über die Epigenetik stoßen, den Sie halbwegs verstehen können, ziehen Sie sich den rein. Sie können sich das grob so vorstellen, Die Gene sind wie Karteikarten bei Ihrem Hausarzt in der großen Kartei. Und auf diese Karteikarten kann man Reiter draufstecken, um zu sagen, das ist Diabetiker und das ist jemand, der dringend dran muss, das ist jemand, der schon alt ist. Oder das heißt also zusätzliche Informationen, wo die Arzthelferin schon weiß, dafür, 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 dafür. Das ist, diese Epigenetik setzt auf die Gene, die vorhanden sind, riesenlange Stränge, setzt einzelne Reiter drauf, Schalter drauf, um sie an- und abzuschalten. Und damit verändern wir das Zusammenspiel zwischen der Erbmasse und dem Körper. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Man hat eineiige Zwillinge untersucht, nach 30 Jahren. Und ein eineiiger Zwilling per Definition hat die gleiche Genstruktur, die gleiche Genmaterial wie sein Bruder oder seine Schwester. Daher sind sie eineiig. Man hat das untersucht, nach 30 Jahren hatten die 30% anderes Genmaterial. Innerhalb von 30 Jahren hat sich dieses hier verändert, weil die Zellen mit den Genen umgehen und nicht umgekehrt. Noch einmal ein Beispiel dafür. Es ist unsere Art und Weise, wie wir mit dem Körper umgehen, wie das genetische Material weiterverarbeitet wird. Was wir in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv angeschaut haben, ist dieser Bereich hier, Schadfaktor. Die kennen die alle. Zigarettenrauch, Übergewicht, Trinkwasserbelastung, Stress, Pestizide, Herbizide, Luftverschmutzung, Strahlung. Hier ist unsere Sonnenstrahlung. Sonnenstrahlen sind Energiestrahlen. Ja, wenn Sie als bleiches Nordlicht einmal im Jahr an den Ballermann fahren, sich da den Ballermann vollschlagen und am nächsten Tag so in die Sonne legen, dann brauchen Sie zu wundern, dass Sie die Haut in Streifen vom Körper ziehen können. Dafür sind wir nicht gedacht. Sondern wir sind gewohnt, routinemäßig bestrahlt zu werden, dann kann der Körper damit umgehen. Dann hat er Pigment, dann ist das Ganze kein Problem. Wenn wir ihn nicht richtig bestrahlen, falsch bestrahlen, dann wird er krank.
im Übermaß. Ja? Die Dosis ist das Gift, das gilt für alles andere auch. Wobei Zigarettenrauch haben wir eigentlich überhaupt nie gebraucht, haben wir erst seit ein paar hundert Jahren. Was wir aber nicht beachtet haben bei diesem ganzen Sammelsurium von Belastungen, ist, dass der Körper in einer Waage lebt, in einem Gleichgewicht lebt. Und wir brauchen für diese Belastungen als Ausgleich, brauchen wir Schutzfaktoren. Und da ist jetzt so langsam das Verständnis gekommen, was das denn für Faktoren sind. Der erste und am längsten bekannte ist die Bewegung. Vor 40 Jahren lief in Köln der Chef von der Sporthochschule morgens im Kölner Stadtwald rum. Da haben die Kölner gesagt, guck mal, da kommt der Robin Hood. Ja? Die haben überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, dass es sinnvoll ist, sich zu bewegen. Wozu auch? Ja? Wir brauchen die Muskulatur doch nur, damit beim Gehen die Knochen nicht klappern. Ja? Für sonst brauchen wir die nichts. Wir wissen heute, dass die Muskulatur ein endokrines Organ ist. Die Muskulatur schüttet Hormone aus, so wie ihre Keimdrüsen, so wie die Schilddrüse, schüttet die Muskulatur Hormone aus. Aber nur, wenn sie noch Muskulatur haben, ja? Wenn sie sie atrophieren lassen, wenn sie sie schrumpfen lassen, weil sie sie nicht mehr benutzen, dann können sie auch keine Hormone ausschütten. Und dann fehlen dem Körper diese Dinge. Also, das war das Erste, was wir gelernt haben. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist Obst und Gemüse brauchen wir. Die Mikronährstoffe in Obst und Gemüse, um dem Körper entsprechend diese Dinge zu geben. Das Dritte, jüngere Beispiel, sind Fettsäuren. 50 Jahre lang ist uns gesagt worden, nur nichts Fettiges, alles schlecht, Fett, Fett, Fett ist schlecht. Stimmt nicht, Fett ist nicht schlecht, wir brauchen Fett. Es gibt sogar essentielle Fettsäuren, das heißt lebensnotwendige Fettsäuren, die der Körper selber nicht herstellen kann, die müssen wir essen. Und die Cholesterin-Story, auf die kann ich heute Abend nicht eingehen, da kann man eine halbe Stunde darüber erzählen, die ist einfach ein Irrtum gewesen. Da hat ein Pathologe Cholesterinablagerung bei 20-jährigen gefallenen Rekruten im Vietnamkrieg gesehen. Und dann hat er gesagt, oh, das ist der Anfang vom Ende. Das Cholesterin geht in den Adern, das ist schuld. Das Cholesterin ist beteiligt an dem Problem der Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber nicht ursächlich. Beteiligt, aber nicht ursächlich. Also, Fettsäuren müssen wir drüber reden und das Letzte, was hochgekocht ist sozusagen in den letzten 3 Jahren, ist Vitamin D. Ich habe 20 Jahre lang bei mir in der Praxis Vitamin D bestimmt für die Knochenkrankheiten. Das waren die Kinder, die durften keine Rachitis kriegen und die Alten sollten ihre Osteoporose möglichst behalten. Das war Vitamin D. Pustekuchen. Heute wissen wir, dass Vitamin D von allen Menschen gebraucht wird, von allen Zellen gebraucht wird und von daher ist es ein ganz wesentlicher Schutzfaktor in unserem Leben. Ich werde in den weiteren Ausführungen auf 2 von den Schadfaktoren nochmal eingehen, die beiden wichtigsten, und dann diese Schutzfaktoren erläutern. Gesundheitliche Folgen des Rauchens. Ich werde nicht sprechen über die 110.000 Toten jährlich durch das Rauchen. Das nennt man sozialverträgliches Ableben. Ja, dem braucht man keine Rente mehr zu bezahlen, das hat sich erledigt. Wenn dann die Erben sind am Anfang sehr traurig und wenn dann die Erbschaft ausgezahlt ist, dann ist das auch nicht mehr alles so schlimm. Das ist nicht das Problem. Was mich als Arzt beschäftigt, ist, dass Rauchen fast jedes Organ schädigt. Es ist nämlich so, dass wir zwar beim Rauchen mit der Luft die Schadstoffe, und zwar sind es bis zu 500 Giftstoffe in jeder Zigarette, in die Lunge ziehen, aber dort diffundieren die in das Blut. Und mit dem Blut zusammen werden die im gesamten Körper rumgetragen, kommen überall hin. Und alles, was Sie hier sehen, aufgelistet, sind alles Erkrankungen, Symptome, die durch das Rauchen verschlechtert werden. Das geht eben vom Alzheimer hier oben im Gehirn bis zur Keimdrüsentätigkeit und so weiter und so fort. Überall sind diese Schadstoffe im Blut und schaden uns. Die Urologen zum Beispiel wissen, dass ihre Patienten, die rauchen, vermehrt Blasenkrebs bekommen. Die haben da unten nie geraucht, trotzdem kriegen die Blasenkrebs. Warum? Irgendwann geht über die Nieren die Schadstoffe in die Blase, man läuft den Dach über mit einer halb oder vollen Blase rum, die Schadstoffe wirken die ganze Zeit auf die Blasenoberfläche ein und dann irgendwann ist eine Zelle so geschädigt, dass sie anfängt zu spinnen und dann macht sie ihr Karzinom, nur weil wir geraucht haben. Das ist also ein Riesenproblem. Das ist ein noch größeres Problem. Das ist Vergewaltigung. Ja? Wenn die Mütter in der Schwangerschaft rauchen, ja, raucht das Kind mit. Es kann sich nicht wehren. Das hat zur Folge, wir haben in Deutschland zumindest noch 20% der Schwangeren, die rauchen. Unvorstellbar. Führt dazu, dass wir 140.000 Kinder jährlich haben, die durch Passivrauchen geschädigt sind. Massiv geschädigt.
Wir haben 60% Minderwüchsige, alleine wenn wir 1 bis 5 Zigaretten rauchen. Wir haben 165% mehr, wenn mehr als 20 Zigaretten geraucht werden. Das ist also eindeutig dosisabhängig. Ne? Und wir haben 28% mehr Frühgeburten. Und wenn Sie sich vorstellen, was zu einem Kind passiert, statt die letzten Wochen im Uterus in der Gebärmutter der Mutter zu verbringen, in einem Plastikkasten mit ein paar Strippen in allen Löchern zu vegetieren, dann wissen Sie, was mit diesem Kind nach dieser Zeit passiert. Es ist unfassbar. Ganz zu schweigen davon, dass es uns 50 Millionen Euro jährlich kostet. Nur das Problem der frühgeborenen Kinder. 50 Millionen Euro. Weil Vater Staat die Hand aufhält für die Tabaksteuer. Denn sonst wäre es längst abgeschafft. Also auch hier ist es 5 nach 12. Das würde man sagen, ist ein bayerisches Mannsbild. Ne? Richtig schön. Ja. Wir wissen heute, dass es nicht nur ein Attribut der Männlichkeit ist, sondern dass in diesem Bauchfett negative Botenstoffe gebildet werden. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber wir wissen, dass es so ist. Und diese negativen Botenstoffe beeinflussen die Gefäßkrankheiten, beeinflussen den Alzheimer, beeinflussen die Tumorentstehung und so weiter und so fort. Und von daher ist das also mehr als schädlich, was wir dort haben. Aber es sind leider Gottes ja nicht nur die Erwachsenen, sondern wir haben es bei den Kindern ja inzwischen genauso. Ja. Und hier weiß man fast nicht, ob das ein Michelin-Männchen ist oder ob das wirklich ein Kind ist. Aber das ist effektiv so. Da ist selbst die Finger hier vorne sind schwabbelig, ne? Aufgerollte Speckschwalle. Unvorstellbar. Lass den mal 10 Jahre sowas alt sein. Ne? Katastrophe. Und nicht mehr in Amerika. Ne? Selbst in den Schwellenländern wie China oder Indien haben wir inzwischen ähnliche Beteiligung der Kinder an dieser Fettsucht. In Deutschland 50%, da ist die Zahl wieder im Schnitt, 50% Zunahme seit 1990. Muss man sich überlegen, in den letzten 20 Jahren haben wir es geschafft, um 50% die Fettsucht zuzunehmen. Wir haben vor 10 Jahren noch über die dicken Amerikaner gelacht und Finger auf sie gezeigt. Ne? Boah, guck mal, die dicken Amerikaner. Heute haben wir das im eigenen Straßenbild. 10% haben Diabetes, Entschuldigung, 10% haben Diabetes und, nee, da ist nicht mehr, der aber in Windeseile auch zunimmt und immer mehr. Und ich sage zum Diabetes später dann was, der Diabetes ist so als, naja, ist eine kleine Lästigkeit. Ne? So viele Leute haben Diabetes und kommen ja ganz gut behandeln und so. Ja? Der Diabetes ist ein ganz, ganz schwieriges Kapitel und ich werde später nochmal darauf zu sprechen kommen. Wenn man sich diese Statistik anschaut, die aus Amerika kommt, dann sieht man auch hier, dass das Rauchen, das ist die Häufigkeit der die Todeshäufigkeit auf jeweils 100.000 Einwohner. Und Sie sehen, dass das Rauchen, diese Säule hier eindeutig, die höchste ist. Aber dicht gefolgt an zweiter Stelle ist Übergewicht und Inaktivität. Das heißt, es ist fast genauso viele Menschen kommen um als Folge des Übergewichtes und der Inaktivität wie durch das Rauchen. Alles andere, was Sie hier haben, können Sie im Vergleich dazu vergessen. Die Amerikaner schießen sich gegenseitig gerne so mit ihren Gewehren. Ja? Das sind hier unten ein paar Mickrige da. Und alles andere kaum. Hier ist noch so ein Teil, 20%. Ich habe lange überlegt, wie man durch sein Sexualverhalten zu Tode kommen kann. Ich habe dann nochmal alle Stellungen durchprobiert. Etwas Muskelkater gehabt hinterher, aber ich bin nicht zu Tode gekommen. Gut, also das ist, damit ist AIDS gemeint. Ne? Aber noch einmal, dieses Unverhältnis, alle anderen Risiken, ja, Alkohol, Drogen und so, wo wir so viel von in der Zeitung lesen. Auch in den Zeitungen ist ja über AIDS wird immer berichtet. Große Schlagzeilen. Wer AIDS hat, ist arm dran, kein Thema. Aber es ist kein Vergleich zu dem, was wir hier ausgemacht haben. Folgekosten. Das letzte Mal 2004 hat es das einer getraut auszurechnen. In Deutschland 71 Milliarden Euro. Das ist ein Drittel der gesamten Gelder, die wir in Deutschland im Gesundheitssystem zur Verfügung haben. Ein Drittel werden verwendet für ernährungsbedingte Krankheiten. Karzinomrisiko, das nächste, was wir nicht gewusst haben, sehr lange bis 2007 die Publikation kam, dass eben durch das Übergewicht auch vermehrt Karzinome entstehen. Und wir haben also in Europa jährlich 72.000 Menschen, das ist eine mittlere Großstadt, die dort jedes Jahr alle Einwohner ein Karzinom bekommen, nur weil wir Übergewicht haben. Diese Botenstoffe, die müssen Sie nicht wissen, TNF-Alpha, Interleukin, all diese Sachen, aber Sie müssen wissen, dass das in Ihrem Bauch passiert. Und je länger Sie diesen Bauch vor sich rumtragen, umso länger passiert das, umso größer ist die Einwirkung.
Ich wiederhole noch einmal, körperliche Aktivität, Mikronährstoffe aus Obst und Gemüse, essentielle Fettsäuren, vor allem Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Und Sie können, wenn Sie nachlesen, Studie für Studie raussuchen, Sie kommen auf etwa 70-90% der Bevölkerung, die jeweils in jedem diesem Bereich einen Mangel hat. Ich fange an mit Vitamin D. Das ist das Letzte, was wir gelernt haben und wo die wenigsten Menschen etwas von wissen. Außerdem, was Sie eben schon gehört haben, ist gut für die Knochen. Wir wissen inzwischen, es ist gar kein Vitamin. Vitamine müssen Sie essen. Können Sie auch essen. Vitamin D können Sie so gut wie nicht essen. Gott hat uns ein Sonnensegel von 2 Quadratmeter Körperoberfläche gegeben. Und wenn wir das in die Sonne halten, dann machen wir automatisch ohne unser Zutun Vitamin D. Das funktioniert seit Millionen von Jahren. Aber nur, wenn wir in die Sonne gehen. Ja, wenn wir uns einen schönen Anzug anziehen, ja, dann funktioniert das nicht mehr. Wenn wir hier im Zimmer sitzen, funktioniert das nicht mehr. Wenn wir ein Auto haben, wo UV-Beglasung drin ist, funktioniert das auch im Auto nicht. Und wir sind meistens in diesen Räumen. Ich werde dafür noch mehr berichten. Aber das Erste ist ein Hormon. Das Zweite ist, das ist ein Schema, wie das funktioniert. Hier ist nochmal ein bisschen Haut, so ein paar Borsten da drauf, hier scheint die Sonne drauf. Dann geht ein Prohormon in die Leber, wird umgewandelt, in die Niere und so weiter. Das ist das Schema, ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass nicht nur in der Niere die letztendliche Umwandlung in das aktive Hormon passiert, sondern in allen Körperzellen. Man hat vor 5-6 Jahren gemerkt, dass die gleichen Rezeptoren, die gleichen Andockungsstellen, wie sie in der Niere sind, in allen Zellen sind. Das heißt, alle Zellen brauchen Vitamin D, angefangen von den Gehirnzellen bis zu den Hautzellen, überall. Und deswegen hat Vitamin D eine unendlich wichtige Wirkung in unserem Körper. Hier mit Vitamin D hätten wir 70% weniger Karzinome überhaupt, nicht Todesfälle, sondern das Karzinom tritt gar nicht erst auf. Das ist eine Dimension, wo ich sagen würde, das ist Prävention. Das andere ist Makulatur im Vergleich dazu. Ja? Oder reden wir nicht über den Tod, reden wir über das Leben. Wenn Sie genügend Vitamin D haben und sind bei den Eltern, also bei den Älteren, dann haben Sie eine Chance, hier auf 1 gesetzt, in den nächsten 5 Jahren ins Altenheim zu marschieren, weil Sie zu klapprig werden. Haben Sie zu wenig Vitamin D, hier unten 25, dann steigt dieses Risiko um Faktor 3,5. Das heißt, Ihre Chance, als älterer Mensch in ein Heim gehen zu müssen, weil Sie alleine nicht mehr sich versorgen können, wird 3,5-mal so groß. Warum? Die Pumpe tut es nicht mehr richtig, die Birne tut es nicht mehr richtig, die Muskulatur tut es nicht mehr richtig. Alles, weil Sie ein bisschen zu wenig Vitamin D haben. Also ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken, ausreichend Vitamin D zu haben. Ich gestehe, nicht jeder hat einen Vitamin D-Mangel. Die haben ein anderes Problem. Gut. Also hier noch einmal die riesenlange Liste, dem, was alles Vitamin D tut. Ich könnte jetzt noch den ganzen restlichen Abend über Vitamin D reden. Das wäre unfair, denn ich muss Ihnen die anderen Dinge ja noch erzählen. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, weil es nichts darüber gab. Dieses Buch habe ich heute mitgebracht, verkaufe das auch. Es kostet üblicherweise 19,50 Euro. Ich verkaufe es heute für 20 Euro. Aus dem einfachen Grund, nicht weil ich davon leben muss, sondern das, was darüber rausgeht, oder der Erlös geht in eine Stiftung. Und ich möchte kein Wechselgeld zurückgeben, dann geht das mit dem Verkaufen schneller. In diesem Buch ist aber nicht nur Vitamin D drin, sondern, genauso wie heute Abend nicht nur über Vitamin D geredet wird, sondern auch über die körperliche Aktivität, denn die ist genauso wichtig. Ein Schutzfaktor. Über die Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe habe ich schon geschrieben, über die Nahrungsfette, über die Schwangerschaft, ein ganzes Kapitel, weil die Schwangerschaft sich immer mehr herausstellt, das ist das, in der Schwangerschaft wird heute schon der Anfang der chronischen Krankheit möglich und alles dann entsprechend zusammenpasst. Also es lohnt sich effektiv, in der Pause zu haben und hinterher auch nochmal. Wir machen weiter. Vitamin D hat grob gesagt, krebshemmende, kreislaufschützende, immunmodulierende und zellschützende Wirkung. Diese Folie sehen Sie heute noch mehrfach, weil diese anderen Schutzstoffe alle die gleichen Wirkungen haben, nur auf eine andere Art und Weise. Von daher kann man nicht nur das eine tun und das andere lassen. Omega-3-Fettsäuren, ein weiteres Defizit. Wenn Sie Muss es die pralle Sonne sein, weil Sie immer von der Sonne reden, oder genügt der Schatten, Halbschatten? Der Schatten tut es auch, nur Sie müssen etwas länger drin sein. Das Kritische ist, Sie dürfen nicht rot werden. Es gibt die MED, das ist eine mittlere Erythemdosis. Die sollten Sie wissen, wie lange kann ich in der Sonne bleiben, und dann gehen Sie raus. Wenn Sie länger bleiben müssen, weil Sie einen Segeltörn machen, weil Sie eine Bergtour machen und sowas, dann müssen Sie einschmieren oder setzen Kappe auf oder sonst was. Sie müssen Sie schützen. Ich plädiere jetzt nicht,
hemmungslos hinein, Leute. Nur wenn Sie Vitamin D machen wollen, dann müssen Sie die Sonne auf die Haut lassen. Für ein paar Minuten, je mehr Sonne Sie, je mehr Haut Sie zeigen, umso besser ist es. Ja? Dann brauchen Sie nicht einmal eine halbe Stunde oder sowas. 10 Minuten nackig in die Sonne, jung genug, mit uns beiden weiß ich schon nicht, ob das so klappt, ja? Jung genug, dann ist die Sache gelaufen, dann geht das. Ja? Und dann natürlich ein bisschen einschmieren. Wenn Sie also am Montagmorgen zu Ihrem Hausarzt gehen und sagen, oh, da war letzte Woche so ein alter Professor, der hat behauptet, ich bräuchte Omega-3-Fettsäuren. Da sagt der Hausarzt, Omega-3 ist ein Medikament, kenne ich, verschreibe ich meinen ganzen Herzpatienten. Das stimmt nicht. Omega-3 ist kein Medikament. Es ist ein Nahrungsmittel, ein Lebensmittel, was wir immer gehabt haben, was nur in unserer Nahrung nicht mehr drin ist, weil wir es rausgetan haben. Mancher von Ihnen weiß, dass Leinöl sehr gesund ist. Kann mich erinnern, ich habe als Bub haben wir mit Leinöl und dem Großvater zusammen die Holzpfähle gestrichen. Und das stank wie Fisch. Ja, wie Fischöl. Das war richtig. Ja, warum? Das war ranzig. Leinöl und Omega-3-Fettsäuren werden sehr schnell ranzig. Deswegen kann in den meisten Lebensmitteln kann man das nicht brauchen. Das würde die Haltbarkeit beeinträchtigen. Also tut man die Sachen raus. Und von daher haben wir ein Defizit. Schauen wir uns das an. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, dazu gehört Omega-3. Und dazu, da gibt es zwei Spezialgruppen, diese EPA und DHA, die in dieser Ausprägung überwiegend im fetten Seefisch, Nüssen und Samen enthalten sind. Fetten Seefisch essen wir hier im Inland ohnehin nicht, seit Jahrzehnten schon nicht. Nüsse und Samen sind verschrien als Kalorienbomben, die essen wir auch nicht. Und von daher haben wir einen riesen Mangel. Das Problem ist, das ist nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern der Körper macht aus einem Teil dessen, was wir als Nahrung hinzuführen, macht er Botenstoffe, Hormone und ähnliche Dinge. Wenn Sie jetzt von diesen Grundstoffen zu wenig haben, kann er diese Botenstoffe nicht machen und dann fehlt uns zum Beispiel diese entzündungshemmende Eigenschaften, die wir brauchen, um unsere Gefäße zu schützen. Das ist der Grund, warum wir Arteriosklerose kriegen. Unsere Gefäße entzünden sich, die Gefäßwände entzünden sich und das Cholesterin wird erst viel später sekundär eingelagert, lange nachdem diese Entzündung schon läuft. Also dafür brauchen wir das. Wir haben aber ein doppeltes Problem, nämlich der Gegenspieler von Omega-3, die kennen noch einige Leute, aber Omega-6 kennen die wenigsten. Das ist der Gegenspieler, so eine Arachidonsäure, die kommt vor allen Dingen in Fleisch und tierischen Produkten vor, Pflanzenöle, die wir also reichhaltig in unserer Nahrung haben. Die Industrie verwendet sehr viele Pflanzenöle und so weiter und so fort. Und von daher haben wir eine überwiegende Botenstoffbildung von entzündungsfördernden Botenstoffen. Die Omega-6 sind auch essentiell. Das Problem ist mal wieder die Waage. Früher hatten wir ein Verhältnis von etwa 3:1, Omega-6 zu Omega-3. Und heute haben wir ein Verhältnis von 20:1. Das heißt, das gesamte Steuerungsverhältnis in unserem Körper ist in Richtung Entzündung verschoben, ist in Richtung Zellwachstum verschoben. Zellwachstum ist wichtig. Ich habe Ihnen das Beispiel mit dem Schnitt in der Haut gezeigt. Da müssen auch Zellen wachsen, dass die Haut wieder zusammengeht. Nur wenn wir zu viel Zellwachstum fördern, dann fördern wir auch das Tumorwachstum. Ja, also ist es wieder ganz entscheidend wichtig, die Waage, das Ausgeglichene zwischen diesen beiden Dingen. Und Sie sehen hier, es ist nicht nur das Öl, sondern wir haben auch hier zum Beispiel in grünen Pflanzen ist entsprechend Omega-3 drin. Wenn Sie Ihre Kühe hier auf der Weide stehen haben, dann machen Ihre Kühe auf der Weide aus diesem ekelhaften Gras, machen die Omega-3.